Let's Play von Medal of Honor Warfighter Multiplayer. Und ich habe jemanden mitgebracht, den Sofakissen 01. 01 mit Unterstrich natürlich. Unterstrich? Ja, Unterstrich. So, wir spielen hier natürlich gerade irgendwas mit Bomben legen und oder so, ne? Und, ich glaube. Team Deathmatch. Team Deathmatch? Team Deathmatch, genau, vorletzte Runde. Wo wir noch nicht zusammen in einem Fireteam waren. haben wir noch nicht aufgenommen. Wollten wir nicht, weil. Fireteam. Wir sind das Fireteam. Und Fenster fest. Wo bist du? Wie, du hängst im Fenster fest? Ja, das ist so ein geiler Bug, ist das, finde ich. Und, komm, ich versorg dich. Du kannst mich versorgen. Oh. Nee, und, leider kann ich nicht besorgen. Ja, jetzt spielen wir mal ein paar Runden Multiplayer natürlich. Ich denke mal, die Runde. Dann. Ja, die Runde Team Deathmatch erstmal und dann gucken, wie das so läuft hier. Fette Sache. Ja. Wir sind, also ich bin blöde total am losen, ne, so verkehrt. Ich auch. Und ey, wo bist du eigentlich? Komm, wir müssen ein bisschen zusammenspielen. Hier, komm. Hier, wir sind doch zusammen. Die Bros, Alter. Ja, komm, okay. Da ist einer. Spiel. Hier, am LKW ist einer gleich. Granate, Alter. Lass uns ein Spiel spielen. Oh! Yo. Ich bin auch am Ende, ich liege irgendwo am Boden. Alter, geile Granate! Ah! Komm! Geh mal aus der Gefahr weg, ich will bei dir spawnen, Junge! Ja, komm, spawn! Ja, warte! Los! Ja, ich bin noch da! Gut! Ab geht's! Oh, Muchachos! Muchachos, Muchachos! Junge, hombre, Ette! Oder wie das LKW, LKW. LKW. Oh Mann, ey. Immer überlebe ich die großen Angriffe. Immer. Ey, das ist ein Blackhawk, Alter. Komm. Volle Streuung auf die Tastatur. Was hab ich? Kann man die Kerle. Wow, wow, da hinten ist ein Bus. Da ist böses Bus. Oh. Immer diese Camper. Meine Fresse hier. Ey, ich bin ja auch nicht so der Freund vom Camping, ne? Boah, ey, nee, also, jo. Ey, die Kerle sind doch irgendwie 2-3 Sekunden, nachdem die da so rumgekommen sind, verrückt war, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, also. Ah, verdammt, ich hab die Granate durch den Türrahmen geworfen, ey, verdammt, da hast du. Die sind stark. Ah, oh, Alter, Kugelhagel ohne Ende. Ich überlebe, er stirbt. Sofakissen ist tot. Jetzt bin ich's auch. Mein Gott, ich bin gestorben. Wenn man es zu früh sagt, das passiert ja auch so selten, ne? Scheiße, aber sei froh, ey, ne? Das ist nur ein virtuelles Spiel, ey, ne? Also, du kriegst da nicht so wie. Also, du kommst ja mal wieder, weißt du, aber im wirklichen Leben hast ja wirklich nur ein Leben, ey, wirklich. Also, wenn du da sagst, oh mein Gott, ich sterbe, dann stirbst du! Und spawnst dich irgendwo an der nächsten Ecke, wo eine rote Ampel ist oder so und stirbst wieder. Du hast aber. Nicht irgendwie gekifft oder so, ne? Also. Nö, also ich bin mal gerade gut drauf. Ach so, das ist noch Normalzustand. Also das ist noch Normalzustand. Also ich kiffe auch nicht. Ich brauche dann bloß einfach nur eine Radiofarm reinzuschmeißen oder so. Oder ein Pflaster. Das ist ein Nikotinpflaster. Nein, oder noch okay. Besser kommt, warte, Ibuprofen 800. Also das. Wow. Das geht geil, Alter. Also die nehme ich ab und zu mal, wenn ich Zahnschmerzen habe. Sollte man die Story mit dem Pflaster erzählen, oder? Welche Story mit dem Pflaster? Wie wir auf das Pflaster kommen. Hilfe, ich brauche ein Pflaster. Ach ja, genau. Ah nee, wie ging das denn nochmal mit der Story und dem Pflaster? Ich weiß es gar nicht. Naja, wenn du angeschossen bist und. Ach genau, Hilfe. Genau, also. Genau, ich werde annehmen. Wie habe ich das denn erzählt? Ich weiß das gar nicht. Genau, du wolltest irgendeine Tablette haben. Du wolltest eine Ibuprofen oder eine Aspirin haben. Genau, genau. Ich habe immer Matic geschrieben und Matic geschrieben und irgendwann mal habe ich geschrien, ey, Aspirin oder und dann irgendwann mal so, ich brauche Pflaster.
klar, aber so hier, Hello Kitty Pflaster, ne? Ja, ja, Hello Kitty oder so ein kleines Kinderpflaster, wo Homer Simpson bei der Bahn kommt. Oder noch besser als SpongeBob Schwammkopf. Aber Hello Kitty ist wirklich cool, also ich möchte gerne ein Hello Kitty Pflaster haben. Ich hätte ja gerne Man of Hello Kitty, ne? Oder Metal of... Was? Eine Kette aus Hello Kitty? Nein, Metal of Kitty oder... Achso, Metal of Kitty? Also Metal of Honor, also meinst du so DLC, war so Metal of Honor DLC 1 ja, Hello so Kitty oder was? Ja, killed, ja, nee, Kitty killed, 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 Kitty. Kitty killed, ey. Kitty killed, 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 Kitty. Also wie ihr seht, Leute, ich bin total am Busen. Fette Sache, dann kommt gleich ein Gegner. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist du der? Gehst viel zu langsam, ey. Oh, oh, da ist er nicht down. Jo, hat. No, und der ist nicht tot oder was? Was mach ich? Was mach ich? Ich lad nicht nach, Alter. Ich lauf da einfach zu ihm, weißt du, 3 Schuss im Magazin und hoffe, der Glück, dass ich ihm den Kopf gebe. Aber, naja, er hat gleich nachgeladen. Muss ich erst wieder meine alte Motti an. Boah, ey, ich muss also eine kurze Hose. Was hast du, Shorts oder eine kurze Hose? Ich hab gerade eine lange Hose. Ach so. Pullover, Junge, lange Hose. Hier, ne, Mehl in der Hose. Ja, Junge. Hast du Mehl in der Hose? Junge, ich hab riesige Mehlwurm. So groß wie dein großer Daumen, ne? So richtig dick und fett. Noch einen kleinen Daumen oder so. Alter, gleich mal Teambeschuss hier, Böse. Eigentlich, dass hier aus ist und so, ne? Also hier ja, Friendly Fire. Nee, an. Das ist ja gerade so ein bisschen, ich hab gerade so ein Fenster freigehackt. Das erinnert mich ein bisschen an Minecraft, oder mit der Angst rumläuft und mir Sachen abhackt. Ja. Body Erzfeind Kill. Ey, wir verlieren, Mann, Junge. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Oh, dieses Moped, ey. Ich bin ganz hoch. Alter, Moped. Von wo? Boah. Ding, 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 ding. 1000 Punkte für diesen Kill. Nein, du bist umgefallen, Alter. 1000? Ey, kennst du, wie hieß die Jeopardy, die Serie oder so, wo ich hier auf RTL Jeopardy, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls wusstest du ständig, du hattest so halt, irgendwas anderes, du hattest immer so Kopfhörer auf, ne, und dann musste der Typ den antippen und ständig irgendwie so pantomimisch irgendwie erklären, was er gesucht wird, weißt du, aber ich glaube, da bist du noch viel zu jung dafür, weil, dann kennst du, glaube ich, gar nicht, das war mal eine richtig geile alte Serie. Och, jetzt geht der Scheiß wieder, jetzt schwätzen die wieder, ich glaube das nicht. Ja, naja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.